Was wurde hier überfahren? Das ist also der Titel von Spiel Nummer 3. Was wurde hier überfahren? Eine Frage, die ich häufig mit scheinbar dein Gesicht beantworte, um die Stimmung etwas zu lockern. Okay. Gut, also bei diesem Spiel werden aber keine Personen, sondern Gegenstände, diverse Produkte überfahren. Und ihr beide müsst anhand des Geräusches erkennen, um welches... Das war einfach ein komplett unverhältnismäßiger Gag. Ja. Der auch so, das Schlimme ist, ich wollte gar nicht lachen, aber dann gucke ich dich an. Und dann. Ja. Machst du jetzt so... Stand-up-Comedy, meinst du? Machst du jetzt Satire? Erst der Stachel im System. Ich mach erst. Er macht das, was denen da oben dann schon mal gar nicht passt. Ja. Er spricht aus, Haltung, dass andere sich Stopp. Nicht trauen. Bei diesem Spiel werden Produkte überfahren. Ich hab wirklich auf den Boden geguckt. Ich hab nichts gemacht. Nein, du hast nicht auf den Boden geguckt. Und ihr beide müsst anhand des Geräusches, das beim Überfahren entsteht, erkennen, um welches Produkt es sich dabei handelt. Ja, ist doch kein Problem. Gelingt euch das in 4 von 6 Fällen, habt ihr gewonnen. Ja. Verstanden? Ja, cool. Logisch. Ja. Hier kommt unser Fahrer eines unfassbar schnellen Flitzers, Tom! Das ist der Destroyer. So. Das ist die Startposition, alles gut? Wunderbar. Klaas und Joko, kommt bitte mit auf die andere Seite der Mauer. Also hier wird der Gegenstand oder das Produkt platziert. Und auf dieser Seite lauscht ihr. Und zwar mit dieser unfassbar großartigen technischen Neuerung. Hörrohr. Der Lauschlappenunterstützungsbeihilfe. Warte, können wir einen Moment, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Das ist ein Alphorn jetzt. Nein. Was möchtest du machen? Ich möchte einfach nur den Mund dran halten und gar nichts machen. Und dann sollen sie im Schnitt aber so genau, was er gerade sagt, so Alphornbläser drunter legen. Aber jetzt ist es nicht mehr witzig, weil er die Gag schon versaut hat. Ein Boah, nee, das kann ich wirklich. Das mach mal. Danke. Sehr schön. Danke auch. Danke. Sehr, sehr schön. Wirklich sehr, sehr danke, gut. Danke, danke. Das war ganz toll. Also, hinter dieser Wand wird also das Produkt hingelegt. Und Tom überfährt es. Dann guckt ihr auf unseren Gabenschrank und sagt mir, welches Produkt dieses Geräusch beim Überfahren erzeugt hat. Verstanden? Und sag mal, sind praktisch sind das immer so Produktgruppen? Ihr könnt es nicht anfassen, nur angucken. Ja, logisch. Aber ist praktisch ein Fach ein Produkt? Nein. Nein, okay. Also nicht in, über die in drei einem Sachen... Fach stehen mehrere Produkte. Ah, ja, okay. 30 Stück an der Ja, alles klar. Ich dachte, das wären vielleicht also, Kombigeräusche. Diese Tischtennisbälle ist natürlich dann... Ja, ich verstehe schon. Ja. Okay, wunderbar. Ihr seid bereit? Ja, dann kommt ihr her. Legt euer Öhrchen dran. Tom ist bereit. Boah, da kann man das mehr... Produkt haben. Liegt und Tom fährt los. Das ist sehr laut. Gut. Das ist jetzt sehr schwer. Was könnte das wohl sein? Ich bin farbenblind, aber dürfte ich es mal probieren? Vielleicht war es ein Bobtail. Ja. Ja. Gut, also ihr sagt... Senf. Senf. Und es ist ganz komisch, das ist richtig. Ja. Es ist Senf. Ich liebe ja Senf. Oh, aus dem, Senf. Aber jetzt das Schöne ist, aus dem Hörrohr ist ein Riechrohr geworden. Oh, ja. Alter. Gott sei Dank kann ich mit den Ohren nichts riechen. Magst du auch Senf so gern Senf essen? Ein bisschen schneller, glaube ich. Senf wirklich in sämtlichen... Mag ich auch total in gerne. In sämtlichen Form. Gut. Tom, bitteschön, los geht's. Das sind hier. Ja, das ist aber nochmal so richtig zerschellt. Ja, das könnte Lego sein, da hast du recht. Das da und dann hier, die Pferde haben so geknackt, glaube ich. Oder knackt Tasse. Immer, wenn man so ein Pferd überfährt, dann knackt oder das die auch. Tasse? Also ich meine, ja, dass sich so Lego anhört. Ja, ja, wenn, weil ich weiß, wie sich Lego anhört eigentlich. Ich weiß auch, wie sich ich Lego weiß, anhört. Ich weiß, wie sich Lego anfühlt, wenn du aus Versehen
nachts drauf trittst. Oh. Gut, aber also ihr sagt, also ihr müsst einstimmig beschließen, was es ist. Ich glaube wirklich, dass das Leben ist. Glaube ich auch. Wollt ihr trotzdem mal gucken, ob es richtig ist? Ach so. Ja. Richtig. Ja! Gut. Stark. Zwei noch. Das der kommt, also wir hören jetzt erstmal, ne? So. Ja, wir müssen es erstmal aufräumen und dann platzieren wir Produkt Nummer 3. Wir sind in Position, Produkt liegt da, Tom ebenfalls, steht mit seinem Auto an der richtigen Position und los geht's. Apropos. Das war so ein Beutel hier. Das waren entweder waren das hier Coco Pops oder... Wollt ihr es nochmal hören? Ja, aber gut. Jetzt ist ja der... Woran? Das ist jetzt schwierig. Wir warten kurz und weiter geht's. Also es sind schon mal nicht diese Kügelchen. Nee, das sind Chips. Das sind Chips, ne? Ja. Meine ich auch. Mir ist mal, also jedem sind doch schon mal Chips runtergefallen und dann ist man draufgetreten. Ja, bei mir im Wohnzimmer ist ein Auto dann drüber gefahren. Also einstimmig, ihr sagt Chips. Gut, kommt mal mit. Das sind bekannte. Ah, fuck. Es sind hier unten die Frosties. Ich hab den Cornflakes heißt es. Das sind keine Frosties, das sind Cornflakes. Das sind Cornflakes. Egal, ihr habt ja noch 2 Versuche, um insgesamt 4 Punkte zu erreichen. Ja, gut. So, ihr dürft wieder an eure Hörposition zum Lauschen. Tom steht auch bereit. Und bitte. Oh. Das war sehr laut. Ja, ist ja klar. Das ist die Luftpolsterfolie. Nein, ja. Nee, ist der Fischsteinsball. Meinst du? Ja. Achso, ja, stimmt. Es hat nur 2-3 Mal geknallt vorher, ne? Ja. Und das wäre dann ja letztlich leer gefahren, wenn du so willst. Und der ist da nochmal über einen Teil von dem Tisch. Die Knisterfolie, die müsste schon sehr störrisch sein, wenn da nur so 2 so sich so. Genau. Also, ihr sagt. Tischtennisbälle. Tischtennisbälle und schaut mal hin. Ein Produkt, das Joko lange nicht mehr abgehalten hat. Ja, das löst sich ja auch auf. Das hat nicht gepasst. Also, jetzt. Aber es riecht so geil, man hätte drauf kommen können, ey. Die nächsten 2 auf jeden Fall erraten, weil sonst habt ihr euch keinen Vorteil erkämpft. Produkt liegt, Tom ist bereit, los geht's. Wollt ihr nochmal hören? Gehe ich jetzt mal von aus. Ich würde es gerne nochmal hören. Ja, können wir gerne machen. Hat so holzmäßig irgendwas? Ist da irgendwas mit Holz? Warte kurz, Tom. Ukulele. Los geht's. Jo, alles klar. Ihr sagt. Super laut. Das wirklich. Ist auf jeden Fall die Ukulele. Es ist auf jeden Fall, sagst du das auch? Einstimmig? Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was es ist. Ja, es ist halt Holz und es ist nichts anderes. Ja, es ist Holz. Ja. Ihr sagt Ukulele. Wäre ganz wichtig, damit wir dieses Spiel weiterspielen können. Ansonsten ist es zu Ende. Guckt mal. Ja! Richtig! Klaas. Ja. Hören. Ja. 2 dürft ihr. Hallo. Was ist das? Los, bitte, Tom. What? Wollt ihr es noch ein 2. Mal hören? War das ein sehr eindeutiges Plop. Das ist die lecker Sprühsahne. Oh, aber nee, weißt du, was das sein kann? Die Sprühsahne war es. Ah, nee. Aber nicht anfassen! Entschuldigung. Ach, Mann, aber ich könnte ja nichts erzeugen. Was hätte ich davon, logischerweise? Wenn ich das jetzt ja schütteln. Es riecht nach einer Mischung aus Spülmaschinen, Tabs und Senf. Alter. So, richtig. Komm nochmal schnell hin. Aber eine Sekunde, das Moment, ich mal, Klaas, weil dieser Deckel hier, wenn der runterploppt, ne? Ja. Das war so ein richtiger Plopp, aber da hat das restliche Geräusch gefehlt. Was glaubst du, was es war? Ja, lass ihn doch noch mal rüberfahren. Noch einmal rüberfahren. Tom, bist du in Position? Warte. Könnt ihr mal gucken, ob es da so rumkommt. Bitte schön.
dieser Geruch ist wirklich Wahnsinn. Es könnte wirklich diese Kindernuckelflasche da sein. Also denk nochmal dran. Mit Perlen drin. Aber ich habe die Perlen nicht gehört. Guck nochmal ganz genau auf diesen großen Schrank. Ich habe keine Perlen gehört, die müssten da irgendwo rumrollen, das würde man hören. Ja, das stimmt, aber wenn er die so geil von vorne nach hinten überrollt. Ja, genau, wenn er die so einfängt wie ein Hund. Nein, aber wenn er mit dem Reifen von hier da so durchgefahren ist, dann wird es auch Sinn machen, dass das Ding runterfällt. Jogo, das ist Quatsch, das war das nicht. Was ist das hier? Das könnte das sein. Hafercappuccino. Das könnte das sein. Bio-Hafercappuccino. So korrekt sind wir hier. Das könnte das sein. Das passt. Das hat den kleinen Plop, danach kam nichts mehr, weil das wahrscheinlich dann ausgelaufen ist. Aber das Wasser hat man nicht gehört. Entschuldigung. Ja. Hat er da mal Haar oder was hat er da? Hat er da? Vielleicht riecht man ja auch Hafercappuccino. Ja, mach mal. Oh, da riecht man diese gar nicht, Mischung oder? Willst du gar nicht riechen. Das riecht wie perfekt. Also ich logge jetzt einfach ein. 3, 2, 1, was? Cappuccino. Cappuccino? Cappuccino. Cappuccino, guck mal. Ganz unhöfliche Bestellung. Wenn das richtig ist, dann habt ihr einen weiteren Vorteil fürs Finale erkämpft, wenn nicht... Leider nicht. Und was ist es? Richtig! Ja! Ja! This is my quest to find.